Ja, herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Episode Rust zusammen mit dem Fischkopf. Und mir, hallo. Hallo, da ist ein Schmart, Talukat, Paten, Kind, GTI, Golf, Mercedes, Ramrod, Vorfahrt, Ampel, Polizei. Hier Handy. In dieser Gegend, wo diese Leichen, also diese Sleeper in dem Haus sind, wo ich ja unbedingt rein will. SMS. MMS. MMS, ja. SOS. Kosten. Zombies. Oh shit, da ist. Oh shit. Wenn die uns bemerken, Dalsen. Die laufen schon alle. Ja, die laufen ab und zu selber einfach so. So Auslauf halt. Ja, ne? die müssen ja auch irgendwo. Ich meine, so ein Zombie zersetzt ja eigentlich an sich. Und die müssen halt gucken, dass sie noch ihre Muskeln irgendwie bei Laune halten. Und dann laufen sie halt, joggen sie halt mal ein bisschen durch die Gegend. Oh, Intrige im Chat. Was? Letztes Mal haben wir dich leben gelassen und jetzt schießt du auf mich? Das klingt so ein bisschen wie das Ende der letzten Folge. Werden sie ihre Liebe in der nächsten Folge finden? Wir werden das erfahren. Was denn? Oh, guck mal hier, Berghütte. Alter, im Moment ist alles, was andere Spieler angeht, für uns einfach bedeutet eigentlich deine tot. Deine Sache. Bedeutet ah, tot. Quatsch, hier ist doch nie einer. Hier ist sogar offen die Party. Nix hat er hier drin gelassen. Ach, da ist nichts gestohlen. Drin. Das ist ja komisch. Ja, wurde schon beklaut. Ey. Übrigens, kleiner Tipp von mir an dich. Junger Padawan. Musst du gerade sagen, was willst du mir erzählen, alter Mann? Na, es gibt auch diese großen Kisten. Die bestehen einfach aus drei Kisten, die so übereinander stehen. Ja. Wenn du die aufmachst und du siehst, sie sind leer, darfst du dich nicht verarschen lassen und musst auf jeden Fall immer mal runterscrollen, weil das ist ein Trick. Ah, dass man cool. Das Zeug immer weiter unten hin tut. Und manche Leute wollen halt schnell rein, raus und dann gucken sie, ah, ist leer, ich hau ab, aber eigentlich. Mister, komme ich nicht durch. Soll ich dazu einen Spruch bringen? Zu dem rein, raus? Ja, genau. Ja. 20 Stück Würfelzucker. Was ist da denn los? 44. 44, oh. 44. Nee, Cola ist gesund. Cola ist wirklich gesund. Das sieht gesund. Voll geil aus. Ach, da war ich. Die sind assi, die schießen da. Die sind voll bewaffnet. Da bin ich schon mal verregt. Okay, da wollen wir nicht hin. Also, Rache jetzt mit der Axt. Von Rache mit dem Stein, Alter. So. Pack die Axt weg. Auf einen Kilometer renne ich mit der Axt drauf los, während er da mit seinem Gewehr steht. Oh Mann. Die waren sehr unfreundlich. Okay, pass auf. Red Town können wir uns eh abschminken. Wir brauchen jetzt einfach nur erstmal Werkzeug. Erstmal Werkzeug. Und dann brauchen wir auch so eine Einserhütte. Ja, lass mal hier. Hier müsste bestimmt ein Stein kommen. Sehe, hier rieche ich Stein. Ja. Sieht relativ steinig aus. Ja, von hier guckt man jetzt. Der Weg wird ein steiniger sein. Da wurde schon abgebaut. Hier ist sonst immer einer. Hier ist sonst immer einer. Ja. Hier ist sonst also da, einer. Hier hole ich immer Stein. Da ist sogar einer. Hab ihn wusste ich doch. Es ist voll eigenartig. Hast du wirklich einen gefunden? Ja. Oh ja, da sind sogar zwei. Ich weiß, ist Holz hier hole ich immer Stein. Alter, the mother load. Okay, du kannst... Da ist übrigens auch diese Felsformation, die ich am Anfang meinte. Die fünf Felsen, guck dir die mal da oben an. Diese komischen Säulen, als wenn die Säulen aus dem Stein ragen. Ach, da. Auf der riesigen Felswand. Oleg! Das Dropschiff! Oh, das Dropschiff! Flugzeug eigentlich, ne? Wo ist es denn? Siehst du es? Noch du's? Nicht, aber es kommt jetzt. Es müsste jetzt gleich kommen. Das Ding, wenn wir das einsahnen können, was das Ding loslässt, ne? Oh, da links ist es! Oh, es ist viel zu weit weg. Okay, vergiss es. Ah, du hast das Holz. Hier, okay, da ist noch Stein. Soll ich dir eine Axt craften? Nee, ich hab gleich Stein, ich hab gleich alles parat. Ich crafte schon. Nee, hast du jetzt oder nicht? Ich hab jetzt. Okay, kannst du morgen gleich mal gucken, was ein Bogen kostet? Bitte. Naja, erstmal Huckleberry, wo bist du? Huckleberry. Stehen bleiben. Na? Hacker Joe. Oh, danke sehr, lieber Dyson-Schmerz. So, den Stein kann man eigentlich dann wegschmeißen, aber hey. Ich liebe es ja, dass die Waffen nicht kaputt gehen. Das ist richtig geil. Müssen wir Bow finden, ne? So, ja, genau. Bow. Ist bei Weapons? 5 Clothes. Ist nicht bei Weapons. Ist bei Survival. Doch, oder Weapon. Hunting Bow heißt es. Ob ich weil es so klein ist und ich so blind. Also, Weapons. Wir brauchen 5 mal Klamotten. Ich habe 0 Klamotten. Okay. Tiere schlachten.
Und zwar am besten die dummen Schweine. Ja, und am besten weg von der Hütte da. Ja, guter Plan, Dalu. Das Problem, unser Problem ist im Moment, dass die Sonne hart am Untergehen ist. Und Nacht ist hier Nacht des Todes XP. Oh, Berghütte mit Besucher. Oh fuck, das wollen wir nicht. Da ist auch jemand. Ja, habe ich gesehen. Ich habe ihn gesehen. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Unter dem Felsen und ich gehe jetzt Richtung Straße. Oh, das wollte ich eigentlich auch. Okay. Ah! Ah, Alter! Weißt du, was das hier ist? Das ist die Konservenfabrik. Das ist die alte Konservenfabrik. Oh, da ist noch einer! Oh, der hat eine Waffe! Oh! Oh! Er sagt irgendwas, okay. Aber er will uns nicht töten. Das sagt er. Er hat nur eine Fackel in der Hand. Ach so, das ist eine Fackel, holt ihn euch! Warum denn? Nee. Ich dachte, er hat eine Knarre, aber ich bin nicht drin. Ich brauche dieses Voice-over-IP-Ding. Kannst du mal V drücken und gucken? Ah, Hilfe! Dalu! Dalu, Hilfe! Hilfe! Ich sehe sie. Ja. Ah! Lauf weiter. Warum tun die das? Wo bist du? Abgehauen, ich bin weg. Okay. Hab kurz überlegt, ob wir die... Sie wollen mich holen. Bist du das? Ich bin auf dem Felsen drauf. Scheiße. Den können wir holen. Den können wir holen. Okay. Den holen wir. Der hat bloß einen Stein, glaube ich. Hau ab, ey, Huckleberry. Ich hoffe, er hat das Bein gebrochen beim Runterfallen. Okay, warte. Wenn da sein Kumpel drin ist, musst du mir helfen. Okay, im Haus ist er nicht. Doch! Doch, in der Ecke. Doch! Den killen wir. Das ist ja langsam ein bisschen Platz. Ja. Guck mal, wie er da zusammenriegt, dass wir ihm den Arm gebrochen hätten. Geh mal weg, ich will noch mal draufhauen. Der hat Munition. Jawohl, nimm mit. Hab ich. Ja, du Sacke. Ey, er hat sich selbst so ausgesucht. Ja, er hat uns angegriffen. Und dann saß er, hatte sich das Bein nämlich gebrochen beim Runterfallen. Hab ich mir nämlich gedacht. So, warte mal, wenn hier... Warst du in dem großen Gebäude, hast du eine Kiste ja gefunden? Ja, in dem hier war ich aber nicht drin, weil ich den Eingang hier nicht finde. Das geht auch gar nicht. Das ist ein Bunker in dem Stein. Das haben wir eine Weile probiert, das geht nicht. So, aber wenn hier die Konservenfabrik war, dann laufen wir jetzt zu auf, glaube ich, so ein ganz schön sehr, sehr stark verraten. Jawohl! Wo bist du denn? Metallfragmente ohne Ende und close, also wir können einen Bogen bauen. Und echt? Kleinen Hütte, Hilfe, ja. Hilfe, Dalu, Hilfe! Ja. Hilfe! Er ist reingelaufen. Sackgasse. Hast du ihn? Einmal haben ihn getroffen. Bau den Bogen. Ja, okay, ich lass ihn laufen. Der Bogen wird gecraftet. Okay, ich schütze dich so lange. Das Problem ist nur, warte mal, ich mach schon mal Pfeile. Ich könnte sogar eine richtige Hedge bauen, glaube ich. Das ist im Moment aber, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Okay, weil ich habe 16 Metallfragmente gefunden. Geil. Pass auf, ich habe jetzt 4 Pfeile. Ich mache nochmal 4. Ich glaube, ich mache einfach so viele Pfeile, wie ich kann. Okay. 12 Stück. Nee, hä? Doch. Wer jagt? Naja, ich will ja jetzt nicht angeben, aber... kannst... Ach, Fleisch, ich muss das essen. Ich willst hab den du? Bogen. Okay, komm. Hier, aber hast kannst... Hast du noch genug Essen? Ich habe noch 2 Fleisch. Okay, hatte ich auch. Willst du eins? Ich kann jagen. Nee, ich habe auch 2 gehabt, also passt das. Ich muss aber auch was essen, dringend. Du müsstest jetzt auch was essen, ja. Alter. Okay, dann jetzt... Mal auf Tierjagd. Jetzt brauchen wir ein Schwein ganz dringend. Wollen wir mal hier runterlaufen? Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Hier, direkt hier, hinter dir, da. Ich sehe keine Sache. Dreh dich mal um. Ah, okay. Lass uns doch mal hier in dieses Tal. So, hier genau. In das Tal. In das Tal, ich wollte in den Wald, da sind Schweine. Du bist ja kein guter Fährtenleser, du hast ja nur viel Zeit in dem Spiel verbracht. Alter! Und ich habe das Schwein schon gerochen auf die Entfernung. Fischkorb, hörst du da nicht den Wald raus? Und die Elfen? Ich brauche da nur dran denken und schon weiß ich, wo die Viecher sind. Komm mir einfach nach. Das Schweinsrudel ist gerade an uns vorbeigelaufen. Hinterrand hat sie uns. Was ist das? Ah? In die Richtung wollte ich ja direkt. Deine Mutter ist da. Ist das ein Bär? Das ist kein Bär, das ist ein Schwein.
Okay, ich hol das. Oh, Spieler! Nehmen. Spieler mit Helm! Spieler mit Helm, lauf! Treffer! Mit nee. Dem Bogen! Nee. Okay. Direkt Fischkopf! Oh. Alter. Oh. Wenn ich ihn nur sehen würde. Ja! Nein! Oh, komm! Wenn er jetzt blutet, obwohl, nee, er kann sich im Laufen bandagieren. Ah, ich krieg ihn so nicht. Oh, geleckt! Also in welche Richtung seid ihr ungefähr? Dann wieder rechts irgendwann abgebogen, scheiße. Also voll im Freien, voll im Freien. Voll im Freien, ja, ich bin nach rechts gerannt, okay. Und wir laufen ich quasi euch, ich nach rechts rum im Kreis. Lock ihn nochmal nach rechts, wenn ihr ihn schafft. Also wenn ihr jetzt schafft, nochmal nach rechts zu laufen, dann könnten wir ihn kriegen. Lauf nach links. Okay, ich kreuze ein bisschen ab. Ah, okay, ich verliere ihn gleich. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Siehst du uns? Ja. Ziele jetzt. Oh mein Gott. Das wird aber ein seitlicher Schuss, leider. Yes! Oh. Treffer, Alter! Wenn er jetzt keine Bandagen mehr hat. Ah, komm, einen noch, den krieg ich. Ist das spannend? Der war zu hoch, der war zu hoch. Ich muss ihn wieder ab, du musst ihn wieder locken. Ich kann ihn doch nicht steuern, der rennt so wie er will. Ich bleib auf jeden Fall dran. Das Problem, ich darf keinen schrägen, ich darf keinen kreuzen. Da also, ich muss abbrechen. Hier ist er. Er muss aber da raus aus dem radioaktiven Gebiet. Nein, muss er nicht. Oh oh, Zombie hinter mir. Da läuft noch jemand mit einer Fackel. Also wir müssen aufgeben hier. Wo bist du? Genau hinter dir eigentlich. Oh, ich bin jetzt auf gut 2 Meter an ihm dran. Ja, du bist vor mir. Ist in den Berg gefallen. Oh shit, ich bin runter. Ich hab da was gebrochen. Nein, er schießt auf mich. Fuck, ich bin tot. Kriegst du ihn irgendwie? Ah, shit. Nimm mein Zeug mit. Lebst du noch? Hallo? Ja, ich weiß nicht, wo er ist. Er ist direkt da runtergefallen, also runtergesprungen bei diesem Berg und dann hat er mich erwischt. Wo bin ich hier? Ich hab ihn. Nein. Jawohl, der hat richtig viel Gier. Alter. Der hat auch Bauteile schon. Ja, voll geil. Wie wir ihn gekriegt haben. Also du. Oh geil, das ist der Ponyhof. Ich weiß, wo ich bin. Ich komme zu dir. Du musst nur... Scheiß anderer Spieler bei mir. Ich muss gerade abhauen. Ja, hau ab. Aber versuch's dir irgendwie. Guck dich um. Ich werde eh sterben. Okay, ich muss gerade ganz ein bisschen laufen. Okay, das ist doch der Ponyhof. Da muss ich da lang? Okay, Trommelbommel wird mich hassen. Ich war am Anfang so orientierungstüchtig. Hab noch einen gekillt, der mich töten wollte. Nee. Und der hat richtig viele Sachen mit, auch wieder Medikits und so. Okay, also du musst das Zeug sichern. Du musst jetzt, auch. Ja, jetzt muss ich dein Zeug noch schnell holen. Okay, das war ja nicht so viel, ne? Also lieber den Loot von den anderen. Shit, wo war denn die Drecks-Konservenfabrik? Wie überlebe ich die Nacht am besten? Eigentlich einfach nur irgendwo hinsetzen und kein Licht anmachen. Fuck. Ich klugscheiß erst so doll, dass ich weiß, wo ich bin. Und dann kommt sowas. Ich hab deine Stone Axe aber mitgenommen. Ich hab alles. Oh, Zombie. Da ist das, finde ich, sehr, sehr löblich. Leider. Für mich verfolgt wieder irgendwas Neues. Oh Mann, wo ist die Konservenfabrik? Und was mache ich gegen Kälte? Klamotten. Das ist aber, glaube ich, am Anfang jetzt erst. Also, das ist, glaube ich, nicht so akut schlimm mit der Kälte. Ich glaube, da ist nur irgendwas. Wahrscheinlich verlierst du schneller die Hungerleiste oder whatever. Okay, was ist da hinten? Ist das Red Town? Das ist Red Town. Nein! Nee, sag nicht, du bist tot. Noch nicht. Ein Wolf ist hier auf einmal. Oh, lauf. Und lauf. Und du musst so laufen, dass er die Sicht verliert. Weil ein Wolf, der wird dich töten. Auf jeden Fall. Ich hab ihn abgehängt. Wow, okay. Da schießt einer mit dem Bogen auf mich. Wie krass war das denn gerade? Wie der Pfeil an mir vorbeigezischt ist. So Matrix-mäßig.
Das Spiel ist schon echt krass. Das Spiel ist schon echt krass. Der Wolf, das ist derselbe Wolf schon wieder. Lauf, da ist ein Lauf. Geh doch weg, Wolf. Ist übrigens schön jetzt für die Leute, die sich das hier angucken, weil man sieht gar nichts. Ich sehe kaum was. Und ich... Wie gesagt, Tommelbombe wird mich hassen, weil ich einfach nicht mehr weiß, wo die scheiß Konservenfabrik ist. Ich müsste ihn mal anrufen. Ich müsste ihn mal kurz anrufen. Wir sind doch gleich... Hier bleibe ich jetzt erstmal sitzen. Ich hab eine Hose schon mal. Jawohl. Was ist das für eine Hose? Leather, also aus Leder. Hat alles plus 10. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, ich hab ein Fundament, eine Tür, ein Fenster. Geil. Aber eine Tür oder so ein Türdurchgang? Ein Türdurchgang. Sehr gut, aus Holz wahrscheinlich. Nee, Metall. Wow. Holzsäulen, 9mm Munition. Die geht in den Revolver? 9mm müsste in den Revolver gehen, ja. Ich habe 24 Pfeile noch. Krass. Und ich habe mich ein bisschen verlaufen. Und bei Dunkelheit ist es auch immer sehr gut. Okay, da hinten ist das Meer. Da hinten ist das Meer. Wo ist die fucking Konservenfabrik? Oh, Anti-Radioaktivitätspillen. Oh ja, die sind sehr, sehr nützlich. Da gibt es nämlich eine so eine Stadt, die ist so radioaktiv, da kannst du nur quasi kurz reintauchen, musst gleich wieder raus. Und mit den Pillen kannst du halt länger drin bleiben. Ich fühle mich so verfolgt. Und ja, die Orientierung habe ich über Bord geworfen eigentlich. Oh, Schüsse, hörst du die? Nein. Okay, da geht's richtig ab. Da geht's richtig ab. Entweder war das eine automatische? Nee, Einzelschüsse. Einzelschüsse! Mein Gott. Hat er überlebt? Man weiß es nicht. Wo muss ich hin? Wo komme ich her? Was will ich mal werden, wenn ich groß bin? Müssen wir auf jeden Fall treffen, Fischkopf. Ja, gute Idee. Da läuft immer eine Fackel. Das sind sogar zwei, glaube ich. Also mich jetzt zu töten wäre jetzt eigentlich auch sinnfrei, weil ich war ja eben bei der Red Town. Und von der Red Town ist deine Position, kann eigentlich gar nicht so weit weg sein. Hast du dich irgendwo in die Ecke gekauert oder was machst du? Ich bin gerade auf einem offenen Feld und check gerade, ob ich noch Tiere jagen kann. Okay, das heißt, du bist unterwegs. Das heißt... Ja, aber nur in der Umgebung, nicht weit. Okay. Ich bin eigentlich... Nee, aber, so viele Schüsse überall, ich hab Angst. Oder geil wäre, wenn die so untereinander kämpfen und dann ist der eine siegreich und dann denkt er, alles klar. Spieler. Oh, fuck. Aber der hat gar nichts, der haut von mir ab. Hat der ein Standardspieler irgendwie close oder so? Lohnt es sich, den zu töten? Der hat eine normale Hedge. Das lohnt sich schon. Ja, naja, wenn man zwei hat, braucht man die nicht nochmal eigentlich. Eine normale Hedge. Ach so, ja dann. Cool, das Treffer. Ding. Oh, wieder mit dem Bogen getroffen, ey. Unglaublich. Der Bogen ist hammergeil. Der ist auch... Übrigens, der Bogen ist, macht, glaube ich, mehr Damage als der Revolver. Du kannst nur besser zielen mit der Waffe. Und Headshot ist Headshot bei Zombies. Jedenfalls bei den meisten. Oh, da hinten ist ein Feuer. Da sind mehrere Feuer. Dieses Spiel ist so cool. Okay. Okay. Ruhig bleiben. Ich sehe gar nichts. Okay, hier sind Felsen. Jetzt habe ich mich verraten und bin gleich tot. Mist, wie lange... Es braucht ein bisschen, um einen Bogen zu ziehen. Das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Genau, deswegen. Und deswegen hat auch der Revolver doch auch seine Vorzüge. Auch wenn er weniger Damage macht. Oh, Radioaktivität. Oh, auf gut Glück einen blinden Pfeil in die Nacht? Wie? Ja, wenn ich den Bogen ziehe, sehe ich ja nichts mehr. Und der Typ rennt vor mir weg. Ach so. Das heißt, ich muss ihn. Das wäre so geil, so, wenn man das Fadenkreuz auflegt. Das wäre ein extrem epischer Moment. Der, glaube ich, auch in der Bild abgedruckt würde dann. Ein schwarzes Bild, wo das Fadenkreuz aufploppt. Er hat getroffen. Okay, ich bin auf der Straße, ist nicht gut. Da hinten ist ein Mensch mit Feuer. Ich habe Feuer an. Läufst du? Ich lasse Feuer aus. Feuer an. Nein, bist du nicht. Okay. Bist du nicht. Ich hock mich jetzt hier hin. Und gucke, dass der vorbeiläuft. Oh, warte mal. Ja? Nee, Moment, ich muss... Ich bin ganz sehr konzentriert. Okay. Ah, Zombie!
Ah, shit. Hast du Schritte gehört? Nein! Mach mal aus! Ja. Nee, das bist du nicht. Okay, ich muss laufen, ich muss laufen, ich muss laufen. Okay, er sucht nach mir. Warum tut er das? Er hat eine Anti-Radiationshose an. Ey, es ist komplett schwarz. Ja, es ist echt dunkel. Du brauchst die Fackel. Na, ich kann die nicht anmachen, der ist genau neben mir irgendwo. Ja, dann sieht er dich auch nicht. Solange er auch kein Licht an hat, Fackel. Ja, aber deswegen hocke ich jetzt auch gerade, weil man kann die Schritte so gut hören, weißt du? Du siehst aber nichts ohne die Fackel. Der müsste auch ins Schwarze reinschießen. Mann, ey. Kannst du mal kurz ausmachen? Wieder an? Ja, aus. Oh! Wieder an? An. Nee, okay. Es ist gerade im Moment ausgegangen, aber nicht wieder an. Alter. Also ich meine, es hat ja auch nichts mit nach dir suchen zu tun gerade. Ja, nee, wäre jetzt halt nur ein Zufall gewesen, wenn du mich jetzt gefunden hättest. Aber wir müssen uns. Ah! Oh! Scheiße! Ich bin erschrocken. Also, Mart, die Folge ist auch an sich vorbei. Wir könnten natürlich jetzt zwischen den Folgen einfach mal Tag werden lassen. Aber das können wir ja gleich nochmal besprechen. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo, macht's gut. Tschüss.